Ich habe mit einem neuen Video von Emergency 4 und der Feuer- und Notfallsimulation Wegberg, denn aktuell gibt es die Version 7 als Beta zum Download und ja, das Ganze zum Testen natürlich. Links unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch gerne runterladen, installieren und dann dementsprechend auch testen. Und ja, ihr seht es schon, im Hintergrund lädt es und jetzt geht es auch schon los. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass uns, ja, dass uns die Entwickler hier eine Chance geben, die Modifikation bzw. die Version 7 mal zu testen. Das Ganze, wie gesagt, im Beta-Stadium. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Erstmal unseren Namen hier eingeben. Das ist der Kev. Den muss ich noch richtig eingeben. Zack. Genau. Wählen Sie einen Modus, werktags oder Wochenende. Ich würde sagen, wir nehmen werktags. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass werktags weniger Personal da ist und am Wochenende sind sie alle zu Hause und deswegen halt mehr Personal. Anders würde ich es mir jetzt nicht erklären können. Und ja, jetzt haben wir hier noch die Startzeit. Ich würde sagen, machen wir mal so in der Mitte, nachmittags, 16.30 Uhr. Wählen Sie das Wetter aus, machen wir mal bewölkt. Und wir sind heute fortgeschritten. Im Biberfelde bin ich ja momentan sehr viel unterwegs gewesen, deswegen sind wir heute mal fortgeschrittener. Weil man kann halt Wegberg nicht mit Biberfelde vergleichen, weil das hier was komplett anderes ist, meiner Meinung nach. Und deswegen muss ich mich hier auch erstmal wieder reinfuchsen. Genau, wählen Sie den Modus für die Notrufannahme. Genau, Leute, die Notrufannahme ist übrigens neu. Man kann das automatisch einstellen über die Leitstelle, dass das alles automatisch passiert. Oder man kann auch die Leitstelle in dem Fall selber spielen. Und ich würde sagen, das machen wir auch manuell. Das heißt, dass wir die Fahrzeuge dementsprechend auch alle einzeln alarmieren können und so. Finde ich persönlich ganz cool. Genau, dann können wir unseren Melder noch auswählen. Da haben wir die Auswahl zwischen dem Boss 910, 920, 935 und dem Pro. Ich würde hier den 920 wählen. Leider gibt es meinen nicht den 915. Ausgerechnet, der fehlt hier. Ich weiß nicht, der würde hier bestimmt in der Mitte noch irgendwie reinpassen. Und zwar den 915 mit dem grünen Knopf habe ich aktuell. Und wäre natürlich cool, wenn man seinen eigenen Melder hier in der Modifikation hat. Genau, dann würde ich sagen, los geht's. Jetzt werden wir jetzt auch hier in die Wache gespawnt. Mit der automatischen Kamerafahrt hier. Ich kann gerade nichts machen. Genau, und jetzt haben wir auch hier die Gewalt über die Kamera und können uns jetzt hier auch frei bewegen. Und da können wir uns hier gleich das neue Fahrzeug angucken, und zwar das LF10, der Feuerwehr Wegberg. Eines der neuen Fahrzeuge hier in der Modifikation. Und natürlich wieder sehr, sehr gut geworden. Gefällt mir richtig gut, das Fahrzeug. Dann haben wir hier noch den neuen Gerätewagen Logistik. Auch neu hier in der Modifikation. Vorher war dieser alte Mercedes hier. Jetzt der neue MAN. Gerätewagen Logistik, sehr, sehr cool. Und natürlich hier den neuen ELW 1.2. Sehr, sehr schönes Fahrzeug. Gefällt mir auch extrem gut. Alles hier schöne 3D-Modelle. Genauso wie die Wache. Die ist übrigens auch neu. Die ist nicht mehr so pixelig, sondern wurde jetzt hier durch dieses 3D-Modell ersetzt. Gefällt mir eindeutig besser. Was auch neu ist, dass hier keine Baustelle mehr ist, sondern jetzt die Baustelle fertig geworden ist und dementsprechend hier ein Parkplatz zum Vorschein gekommen ist. Falls ihr euch fragt, wo das MTF ist, das MTF ist aktuell außer Haus, befindet sich momentan am Rathaus bzw. an der Verwaltung. So, erster Einsatz. Guten Tag, ich bin Loni Reuter und ich bin mit meinem Auto in Wegberg, Industriestraße. Hier stehe ich gerade vor der Firma mit dem Containerverleih. Ich bin eine am Rauchen. Da sehe ich wie ein kleiner Junge ein brennendes Stück Papier in einen dieser Altkleidercontainer an der Straße geworfen hat. Ach herrje, jetzt qualmt es, aber auch schon ganz schön. Gut, erste Einsatzmeldung, brennt Altkleidercontainer, Feuer 1, Zugalarm, die Staffelverwaltung rückt aus, alles klar. Staffelverwaltung ist, glaube ich, damit gemeint, dass jetzt das MTF von der Verwaltung kommt, weil da arbeiten irgendwie welche von der Feuerwehr Wegberg oder so, kann ich mir vorstellen, die mit dem MTF dahin gefahren sind. Und die kommen jetzt mit dem MTF zurück mit Sonderrechten und werden dann von hier aus mit den Fahrzeugen losfahren. Da das wird, ich glaube, das wird man gleich sehen. Und hier hat man jetzt zum Beispiel Stichwörter Brandeinsatz. Stichwörter. Rettung Geilenkirchen, RTW 1 und Löschel Verteidigter kommen. Hier die Stichwörter für Brandeinsatz. Dementsprechend wird einem auch vorgeschlagen, was man alarmieren kann. Aufgenommen, männlich, chirurgisch, Krankenhaus Heinsberg, Notarzt, Umsteigebereit. Oder hier die Stichwörter für TH-Einsätze. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Zimmerbrand Feuer 2 auswähle,
Dann wird mir hier direkt Löschzug 4 noch mit alarmiert und man kann das separat alles hier noch umstellen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier noch die Löschgruppe 31 dazu alarmieren, aber das lassen wir. Genau, das ist halt je nachdem. Hier für Brandeinsätze die Stichwörter, dafür TH-Einsätze. Gut, Alarmierung ist raus und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Performancemäßig. Einsatz, Löschzug 1, Feuer, Wegberg, Industriestraße, Höhe Y und S, Containerdienst, Containerbrand. Gut. Dann werden wir mal schauen, was uns so erwartet. Dementsprechend können wir hier direkt mal den ersten Was gibt's? Kamerad umziehen lassen. Wird erledigt. Wir fahren auf jeden Fall mit dem neuen LF raus und ich würde sagen, wir fahren auch mal mit dem neuen ELW. Wenn wir den schon da haben, wenn das die erste Folge ist, können wir direkt damit mal rausfahren. Ah, hier ist übrigens das MTF. Wie gesagt, das ist gerade irgendwie von der Verwaltung gekommen. Dort arbeiten welche, die sich da immer sammeln. Und dann gemeinsam hier halt zur Wache fahren, um mit dem dementsprechenden Fahrzeugen zu fahren. Kann ich mir, ich kann es auch komplett falsch erzählen, aber Was ich gibt's? habe es irgendwie so in der Art gehört. Deswegen schauen wir mal. Höre. Sehr, sehr coole Animation hier mit dem Türen, mit dem Sound, mit Liebe zum Detail, muss man ganz klar sagen. Aber das ist man ja von der Wegberg-Modifikation Was gibt's? gewohnt. Auf dem Weg. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 21 hört. Ja, auf dem Weg. Fahrzeug 21 hört. Höre. Bin unterwegs. So, jetzt muss man hier extra mit dem ELW1 rausfahren, damit man den ELW2 rausfahren kann. Das gleiche zum Beispiel hier mit dem HLF. Wenn der Rüstwagen raus muss, ja, es ist komisch auf jeden Fahrzeug Fall. 17 hört. So, Status 1. Jetzt fährt der ELW1 vor, parkt da vorne und dann kann er gleich als zweite rausfahren. Man achte jetzt mal auf den Sound. Fahrzeug 17 Wenn ich hört. jetzt, zack, Motor aus, mit Liebe zum Detail, Leute. Es macht sehr, sehr viel Spaß, endlich mal wieder was Neues zu Ja. spielen. Was gibt's? Bin unterwegs. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 8 hört. Was gibt's? Wird umgehend Fahrzeug durchgeführt. 8 hört. Fahrzeug 8 hört. Raus. 107. Ja, natürlich, Verfahrenswerk, verstanden. Ein Gürschen NF2 von der Stelle. So Leute, wir haben jetzt hier noch ganz schön viel Personal, ne? Aber es ist halt nur ein Altkleider-Containerbrand. Ich wüsste jetzt nicht, welches Fahrzeug ich jetzt hier noch mit Genau. armieren könnte. 101 kommen. Es wäre jetzt auch wirklich unnötig, wenn ich eine Drehleiter zum Altkleider-Containerbrand schicke. Hier Löcher kommen, verstanden. Deswegen sage ich, wir wechseln jetzt einfach auf die Karte
und schau mal, was uns so erwartet. Genau. Hier übrigens auch neu, was ich ganz cool finde. Hier wird uns angezeigt, LF10 ist in 3 Minuten und 24 Sekunden an der Einsatzstelle. Genauso wie der ELW, der ist in 3 Minuten und 47 Sekunden an der Einsatzstelle. Dementsprechend zusammengefasst heißt das, man bekommt hier halt zu sehen, wann die Einsatzkräfte am Einsatzort sind. Je nachdem, wie lange man für das Ausrücken braucht, dementsprechend brauchen die dann halt auch genau die gleiche Zeit, dass sie halt an der Einsatzstelle sind. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und ist halt auch realistisch. Ne? Also die Modifikation ist schon echt top, was die Details angeht, mit Liebe zum Detail, Sound her und Pipapo, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Von Lücke Rufen 31 NTF aus, Absicherung Kirmes Umzug in Doveren kommen. Fahrzeug 43 hört. So, es soll ja hier irgendwo ein Altkleidercontainer brennen. Leitstelle, Kassanzweig, verstanden. Ich finde jetzt hier aber auch keinen. Keine Ahnung. Wüsste jetzt nicht, wo jetzt hier noch so ein Altkleidercontainer steht. Ah, alles klar, ich hab ihn. Hier, Bushaltestelle, direkt an der Bushaltestelle kann das natürlich vorkommen, dass hier Leute auf dumme Ideen kommen. Gut, Fahrzeuge sind auf dem Weg. 46 Sekunden ist das 11 da. Fahrzeug 44 hört. Das können wir direkt dann mal hier hinstellen. Parken wir mal hier. Kann man übrigens auch parken, die neuen in der neuen Version. Fahrzeug 45 hört. Fahrzeug 45 hört. Dann stellen wir die Fahrzeuge direkt mal hier hin. Hier wird übrigens auch angezeigt, wie viele Sekunden es noch dauert, bis die Fahrzeuge da sind. So. Fahrzeug 45 hört. Jetzt würde mich interessieren, ob man den auch wieder löschen kann. Fahrzeug ja. 46 hört. Fahrzeug 47 hört. So, LF10 Einsatzstelle eingetroffen. Fahrzeug 3 hört. Florian Wigberg, 11 LF10 von Leitstelle Kasse Hansberg, kommen. Carport, Brenngarten, nee, geht nicht. Zaun, Nutzfeuer, Flächenbrand, Wohnungsbrand, Gebäude, Scheune, Garage, Müllcontainer. Erste Lagemeldung Feuer, Trupp unter PA zur Brandbekämpfung, weitere Rückmeldung vollkommen. Fahrzeug 48 hört. Hier Leiche Graf Herzberg, verstanden. Hört. Rettung Hückelhofen, KTW1, also bei der Prang aus Erkelenz. Leitstelle, Kasse Hansberg, verstanden. Ja. Höre. Bin unterwegs. Was gibt? Auf dem Weg. Müssen wir hier erst die Klappe öffnen, damit es erst gelöscht werden kann. Sehr, sehr cool.
Ja. Führe, schon unterwegs. Führe. Ja, auf dem Weg. Gut, damit hat sich der Einsatz erledigt. Sehr, sehr cool. Zwar nur ein kurzer Einsatz, aber ist auch mal nicht schlecht. Wird ausgeführt. Führe, bin unterwegs. Ja, wird umgehend durchgeführt. Haben wir hier den Dings geöffnet, Tür ist auf. Sehr, sehr cool. So. Höre. Ein sehr, sehr schöner Einsatz, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare für weitere Videos. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder von Bieberfelde oder dementsprechend Wegberg. Und ja. Ja, bin unterwegs. Fahrzeug 3 hört. Genau, Leute. Wie gesagt, das war's mit dem Video. Hier nochmal der Einsatz. Macht's gut. Ich bin raus, haut rein. Euer Kev.